Die Staatsanwaltschaft wirft den 7 Angeklagten vor, dass sie wissentlich diese Übertragung entweder als unmittelbare Täter, so der erste und die erste und der zweite Angeklagte und 5 weitere als Beitragstäter mittelbar diese Übertragung ebenfalls wissentlich herbeigeführt haben sollen. Es steht eine Strafdrohung von 1 bis 10 Jahren im Raum.